Jetzt geht es darum, diese Diskussion in einer kleinen Diskussionsrunde noch abzuschließen und einfach diese Punkte, die jetzt aufgeworfen wurden, nochmal zu reflektieren. Und dazu möchte ich jetzt einerseits die drei Referentinnen und Referenten nach vorne bitten. Sie dürfen da an den Podien Platz nehmen. Und dann auch noch neu Hannes Gassert, Internetunternehmer, begrüßen und Herrn Professor Eric Dubuis von der Berner Fachhochschule. Bitte kommen Sie nach vorne. Die Spielregeln sind wie folgt. Wir haben 20 Minuten, Sie können mich jetzt runterwinken. Nein, also der Wichtige ist vor allem, ich stelle möglichst wenig Fragen. Die Fragen dürfen Sie jetzt auch noch stellen. Ja. Und nochmal eine weitere wichtige Spielregel, es wird gefilmt und fotografiert. Also sagen Sie nichts, dass Sie nachher nicht auf YouTube sehen möchten. Wir haben gehört, es gibt diese zwei Systeme. Einerseits das von Neuchâtel bzw. der Post, andererseits das vom Kanton Genf. Und da würde ich mich jetzt einfach mal so als erste Frage interessieren, so diese Grundsatzfrage, warum braucht es zwei Systeme? Herr Grünfelder hat das gesagt, das könnte gefährlich sein aus der Kostenperspektive. Wie sehen Sie das, Herr Dubuis? Also als Fachhochschule, Sie sind ja da völlig neutral. Und, ja. Besten Dank für die Blumen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Präsidentinnen und Präsidenten und so weiter. Sie merken sofort, ich bin nicht gewohnt, da vor so einem Publikum zu referieren. Die Einleitung ist schon einmal ein bisschen moderat, sagen wir mal so. Die Meinung zu dieser konkreten Frage ist die, vielleicht folgendes, ich möchte lieber ein gutes System als drei schlechte. Das ist mal die eine Aussage. Die andere ist, ich möchte am liebsten auch, sagen wir, zwei gute Systeme. Und da denke ich, sind im Moment die Vorzeichen sehr gut gemacht. Warum zwei Systeme, sagen wir so, eine gewisse Konkurrenz aus verschiedenen Gründen spornt an. Und ich denke, wir sind noch auf dem Weg, wir sind ja noch nicht am Ziel. Für uns ist sehr, sehr wichtig diese Verifizierbarkeit, nicht nur, aber auch. Das ist dieser Bereich, und zwar die Verifizierbarkeit, die sogenannte individuelle, die haben wir heute schon, aber auch die universelle, die wir nicht haben. Und das ist eine Forderung, die die Wissenschaft seit Jahren jetzt aufgestellt hat. Und ich möchte sicherstellen, dass das umgesetzt wird. Und ich denke, wenn wir zwei Pferde haben, dann ist das besser so als eines. Weil wenn wir nur ein Pferd haben, warum soll das sich beeilen, um am Ziel anzukommen? Okay, ja, das ist eine interessante Hypothese. Ich möchte die Frage gleich weitergeben und vielleicht noch etwas konkretisieren. Es wurde auch das Thema Open Source, Zugang zum Quellcode angegeben. Hannes Gassert, was heißt das genau und wieso nur Zugang und was ist, wäre der Unterschied noch zu Open Source jetzt mit Lizenz? Ja, Open Source bedeutet ja eben mehr als ich kann hineingucken in diese Maschine. Open Source bedeutet, ich kann hineingucken und ich kann sie nehmen und ich kann sie bei mir laufen lassen. Und da sind wir natürlich dann genau wieder dort bei der Anbieterunabhängigkeit, die wir als Open-Source-Gruppe natürlich immer wieder betonen. Wenn der Kanton Genf keine Lust mehr hat oder kein Geld mehr hat, aber es ist ein Open-Source-System, dann kann eben der Kanton Basel-Stadt trotzdem weitermachen und dann können alle eben unabhängig diese Geschichten weiterentwickeln. Und diese gemeinsame Ownership von diesem System ist eben etwas ganz Wichtiges, weil es macht einen Unterschied, wem die Dinge gehören. Beim Auto, beim Haus und auch bei der Software. Und ob das Seitl ist oder ob das eine Community von Kantonen ist, ist ein großer Unterschied. Okay, danke für das Statement. Möchten Sie etwas entgegnen oder einfach Open Source und Seitl und wie verhält sich das? Also ich habe heute das System der Post vorgestellt. In dem Sinne ist mir das auch ein Anliegen. Wir haben ein System aufgebaut, das nach den heute aktuell gültigen gesetzlichen Vorhaben ausgerichtet ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Darauf haben wir uns bezogen. Da ist auch die Thematik der Transparenz sehr wichtig. Und hier geht es eben um die Veröffentlichung, um die Zugänglichkeit, aber wirklich auch um die Veröffentlichung an sich von Quellcode. Und dem sagen wir ganz klar zu. Okay.
Also vielen Dank für diese Eröffnungsstatements. Ich erlaube mir jetzt, ich habe noch ganz viele weitere Fragen, aber trotzdem jetzt mal die Fragen und die Statements an Sie weiterzugeben. Wer möchte sich dazu melden? Genau. Wir haben ein Mikrofon im Publikum, aber das ist ja auch okay. Tim Guldimann, Nationalrat, jetzt neu. Wenn ich mir die Diskussion anhöre von Open Source und Quellcode und eigentlich als Otto-Normalverbraucher interessiert mich doch nur eines. Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Und in den letzten Jahren wurden doch Erwartungen geweckt. Man hat zuerst gesagt, es kommt flächendeckend. 2015 ist das Ziel. Dann kam die Ansage, die Mehrheit kann elektrisch abstimmen und wählen. Wunderbar. Und 5:05 kommt die Ansage, April, April, es ist alles schiefgegangen. Und heute hören wir, 2015 war ein erfolgreiches Jahr für elektrisch abstimmen. Es tut mir leid, da geht es um zwei Probleme. Das erste ist doch die Kommunikation. Ich glaube, wenn man so kommuniziert, schafft man ein zweites Problem und das ist das Vertrauen. Das Vertrauen der Auslandschweizer in dieses System ist im Eimer. Sorry, ich bekomme eine ganze Reihe von Auslandschweizer Briefen, die sagen, was passiert jetzt? Ich sage nicht, dass solche Systeme nicht schief gehen können. Das passiert in der Privatindustrie, das passiert überall, alles klar. Aber bitte kommuniziert anders. Es ist ganz wichtig, dass die 750.000 Auslandschweizer oder jetzt 150.000, die eingetragen sind in den Wähler- und Wählerinnenlisten, dass die das Vertrauen haben und sagen, ja, jetzt kommt was. Und dazu braucht es auch eine Ansage. Und die Ansage, die wir heute gehört haben, ist, dass die Seilschaft zur Erstürmung dieses Gipfels, den wir gesehen haben, sich aufgelöst hat. Und man weiß nicht recht, ob das Ziel, den Gipfel zu erreichen, überhaupt noch besteht oder wie. Und das ist eine Kommunikationsgeschichte. Also ich sage jetzt mal, als Auslandschweizer versuche ich, die Auslandschweizer, deren Interessen hier etwas zu vertreten. Ich bin zwar von der SP, ich kann nicht sagen, ich vertrete alle, die haben andere Ansichten, aber in diesem Punkt, glaube ich, sind sie alle einig. Da muss was passieren. Und ich hoffe einfach, dass Sie jetzt nicht über Quellcodes sprechen. Ich sage jetzt, hier in dieser Community ist das ganz wichtig. Aber gegenüber außen interessiert sich kein Schwein für Quellcodes, sondern funktioniert es und wann. Und wenn Sie das kommunizieren können, dann hoffe ich, dass das zerstörte Vertrauen bei den Auslandschweizer wieder repariert werden kann. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und ich interessiere mich eigentlich auch dafür, was ich dafür tun kann. Ich bin zu jeder Schandtat bereit, um die Sache voranzubringen. Vielen Dank. Gut, ganz vielen Dank für das engagierte Votum. Ich denke, das ist sicher, was vielen Auslandschweizern aus dem Herz gesprochen ist. Darf ich wem das Wort übergeben? Herr Grünfelder? Also gut. Lieber nicht. Also Doch. Es hat schon einen Grund, wieso Herr Botschafter, ehemaliger Botschafter Guldimann, der erste Nationalrat ist unter den Auslandschweizern. Weil er den Auslandschweizerinnen, Auslandschweizern und der Staatsschreiberkonferenz aus dem Herzen spricht. Es ist absolut dezidiert meine Meinung. Ich glaube, was wir vermehrt machen müssen, weil es ein gemeinsames Projekt ist von Bund und Kantonen. Und wir haben durchaus diese Holprigkeiten gehabt, das gebe ich offen zu, auch Emotionalitäten, dass wir vermehrt den Pragmatismus anwenden, dass wir gemeinsam die schrittweise vorgehen. Und nach wie vor, aber da bitte ich wirklich auch darum, dass wir nach wie vor den Systemwettbewerb aufrechterhalten, aus Kostengründen. Aber jetzt diese Roadmap überarbeiten, und da gehe ich mich Herrn Nationalrat Guldimann einig, wir müssen relativ rasch, und das heißt spätestens auf nächsten Sommer hin, aufzeigen eine Perspektive gegenüber den Auslandschweizern, in welchen Kantonen, bis zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Systemen das wieder möglich ist für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und ab wann, und das heißt vor 2020 auch für die Inlandschweizerinnen und Inlandschweizer möglich ist. Wir dürfen nicht, da bitte ich auch um Verständnis, eine Zweiklassen-Mitwirkungsgesellschaft schaffen.
Die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer, die Vote Electronic haben, haben bessere Möglichkeiten der Mitwirkung als zum Teil die Inlandsschweizer mit der brieflichen Stimmabgabe. Auch da funktioniert es zum Teil nicht. Das heißt, wir müssen es im Nachgang zu den Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer auch die Perspektive aufzeigen, bis wann wir das realisieren wie die Inlandsschweizerinnen. Und sobald wir diese Zieltermine, und das sind Zeittermine, Jahrestermine pro Kanton definiert haben, glaube ich auch, und dann eben im gemeinsamen Gemeinschritt gehen zwischen Bund und Kantonen oder Bund und Kantone gemeinsam, glaube ich, wird sich die Sachlage beruhigen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir wirklich nachhaltig demokratische Mitwirkungsrechte stärken können. Das Problem, das wir haben, da bitte ich auch, wir haben ja aufgrund diesen leichten Vorkommnissen und Holprigkeiten, ich untertreibe jetzt massiv, sind wir in die Geschichtskunde gegangen, als Nicht-Historik. Ich meine, das gleiche Problem, das wir jetzt diskutieren, haben wir diskutiert bei der brieflichen, politisch kantonal, Kanton Zürich, wie die haben die NZZ herausgeholt, wir haben Regierungsbeschlüsse hervorgeholt, auch in anderen Kantonen, Bundesratsbeschlüsse, Bundesdebatten in der eidgenössischen Bundesversammlung, die genau gleiche Geschichte. Aber das ist das Einzige, was mich extrem enerviert, die Politik und die Verwaltung gehen der Entwicklung hinterher. Ich habe Ihnen die aufgezeigt, die Digitalisierung der Gesellschaft ist derart rasant. Und wie lange wollen wir noch warten? Wir müssen jetzt wirklich einen Zacken zulegen und 2019 ist der entscheidende Zeitpunkt. Bis dahin müssen wir es großmehrheitlich haben. Vielen Dank für diesen Plan. Jetzt Frau Witten. Vielleicht nur 2-3 Worte. Braucht es mehrere Systeme oder nicht? Wenn jemand bei einem privaten, kommerziellen System ist, dann braucht es mehrere. Weil wenn man von einem privaten Unternehmen abhängt, das eine Monopolsituation hat, dann ist das problematisch. Wenn man ein öffentliches System hat, dann ist das egal. Es ist nicht schädlich, aber es bringt auch nichts. Es ist wie Lombardi, Ständeräte Lombardi und Löwra, glaube ich, gesagt haben, man nimmt sich auch keine private Polizei, um sicher zu gehen, wenn die Polizei nicht funktioniert, dass man dann eine zweite hat. Also das möchte ich schon ein bisschen in Frage stellen. Braucht es mehrere Systeme oder nicht? Ich habe keine abschließende Antwort, aber ich glaube, klar Ja zu sagen, entspricht zumindest nicht meiner Überzeugung. Was, Quellcode, ist das wichtig oder nicht? Verstehen wir das oder nicht? Vielleicht verstehen nicht alle ganz genau, was es heißt. Aber nur ein Beispiel, der VW-Skandal. Der VW jetzt in die Knie zwingt und vielleicht noch weiter als VW. Wenn dieses System Open Source gewesen wäre, hätten wir diesen Skandal nicht gehabt. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, das zeigt, dass es wichtig ist, dass es heute und bald schon ein Standard ist, dass bei sensiblen Systemen, die nicht nur offen, transparent sind, dass man den Code einsehen kann, sondern dass sie Open Source sind, damit man nicht von Unternehmen abhängt, damit die Bürgerkontrolle da sein muss. Und ich glaube, gerade in der Schweiz ist das extrem wichtig. Vielen Dank für dieses Statement. Gibt es weitere Fragen oder Antworten auf diese Äußerungen? Vielleicht, Balthasar Gletti, du hast dich auch schon mit E-Voting beschäftigt und Vorstöße gemacht. Was sind so deine Gedanken, die dir heute Abend durch den Kopf schwirren? Danke. Aus meiner Sicht geht es primär um Vertrauen. Also ich denke, das, was von verschiedenen Seiten gesagt wurde, ist zentral. Wir haben eine direkte Demokratie, die dazu führt, dass wir häufiger als andere Staaten auch an die Urne gehen, also an die Urne gehen oder zum Briefkasten oder eben zum Teil dann auch an den Computer. Und das Vertrauen in dieses System ist für mich zentral. Und ich glaube, Tim Guldimann hat nicht recht, wenn er sagt, es ist egal, wie das geht, Hauptsache, das funktioniert. Wenn ich ein Vertrauen habe in sein System, dann hängt das mit davon ab, dass ich die Möglichkeit habe, entweder selbst oder Personen meines Vertrauens zu delegieren, die das auch überwachen können. Und der Charme des guten alten Papierauszählens ist ja das, dass jeder eigentlich das auch mit überwachen kann, dass man das auch auf eine relativ einfache Weise nachher verifizieren kann, dass das auf die Stimme genau immer das gleiche Resultat gibt, das glaubt ja niemand hier. Das ist auch nicht so beim Thema Briefwahl, das ist auch klar. Also da gab es verschiedenste Vorkommnisse, dass Briefkuverts aus den Briefkästen gefischt wurden, ausgefüllt, zurückgeschickt. Die Frage ist eine andere.
wenn wir ein elektronisches System haben, ist die potenzielle Missbrauchsskala weit größer. Das heißt, wenn wir nicht genügend Vertrauen in ein elektronisches System haben, dann gehen wir das Risiko ein, dass unsere politischen Entscheidungen nicht mehr als das gelten, was sie heute sind, nämlich Entscheidungen, auf die man baut und auf die man vertraut. Und hier, glaube ich, ist der Unterschied in der Wahrnehmung der, die einen denken, wenn man etwas möglichst gut versteckt, dann ist es sicher. In der Kryptographie ist das halt anders. In der Kryptographie ist es halt so, dass man ein System muss sicher sein, auch wenn man weiß, wie es die Sicherheit garantiert. Also es geht nicht darum, ein Geheimnis zu bewahren, sondern es geht darum, dass es mathematisch sicher ist. Und das ist letztlich das Versprechen, das jetzt auch diese beiden Anbieter uns, den Kantonen, den Wählerinnen und Wählern geben müssen, gegeben haben, aber auch beweisen müssen. Und dazu ist halt jetzt, sage ich mal, auch institutionalisiertes Misstrauen nicht der schlechteste Agent. Also wenn man dann schauen kann, stimmt das wirklich? Das ist das Gleiche mit Software sonst. Auch dort, das Gefährlichste an Software sind Zero-Day-Exploits, also das heißt Löcher, die man nicht kennt öffentlich, die dann vielleicht der Staat indirekt braucht, um mit Staatstrojanern hineinzukommen. Ein anderes Thema. Nein, aber Spaß beiseite. Das Wesentliche ist, dass man der Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, auch mögliche Hintertüren zu finden und sie dann auch zu stopfen. Und da freut es mich, muss ich auch sagen, als Skeptiker gegenüber dem E-Voting, dass jetzt ich von beiden Seiten gehört habe, Open Source, das ist für uns nicht nur etwas, was jetzt... Das stimmt, Fanny, gell? Ja, also es wurde gesagt. Das seid Open Source, das seid Einblick. Ja, okay. Aber zumindest die Öffentlichkeit des Quellcodes wurde von beiden Seiten betont. Ich hoffe, dass es dann wirklich glasklar auch Richtung Open Source geht. Und das darf nicht nur etwas sein, was jetzt irgendwie so widerwillen dann gemacht wird, sondern das ist die Basis des Vertrauens. Besten Dank. Peter Grünfelder. Also mit allem Respekt, Herr Nationalrat, den ich Ihnen als Person, als Politiker gegenüber habe, das habe ich wirklich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in der Wilhelm Tellschen Systemlogik der digitalen Entwicklung verfallen. Nein, ich meine, wir haben 3%, Entschuldigung, der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Stimmen kommen nicht rechtzeitig an bei uns. Das ist das Demokratieproblem. 1% der Stimmen sind ungültig der Inlandschweizerinnen und Inlandschweizer. Sie kennen die knappen Resultate. Das ist das Demokratieproblem. Ich meine, der Bund und die Kantone mit allen Kräften, auch wenn wir zum Teil unterschiedliche Auffassungen haben, ist bei jedem IT-Projekt so. Es ist letztlich ein IT-Projekt. Wir arbeiten nach Kräften daran, das entsprechend weiterzuentwickeln. Und das ist die Aufgabe der Behörden, das ist die Aufgabe der Politik, die demokratischen Mitwirkungsrechte entsprechend zu gewährleisten. Darum machen wir Verifizierbarkeit, universelle Verifizierbarkeit. Darum machen wir Offenlegung der Quellcodes. Wir sind auf dem guten Weg. Aber glauben Sie nicht, dass das heutige System, das Ei des Kolumbus ist. Wir müssen weiterentwickeln, dürfen nicht stehen bleiben. 3% zu spät eingegangene Stimm- und Wahlunterlagen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer ist nicht gut für dieses Land, muss ich Ihnen offen sagen. Und das gilt es zu berücksichtigen. Wir haben über 700.000 Auslandschweizer. Wir haben Tausende von Zuschriften gehabt nach dem letzten eidgenössischen Wahl. Die sind nicht mehr bereit, hier ihre Mitwirkungsrechte wahrzunehmen. Das ist das Problem. Ich sehe die Risiken, aber wir sind in der Versuchsphase. E-Voting ist ein Versuchsprojekt immer noch. Der Bund ist absolut risikoavers. Ist auch sein Job. Die Kantone sind da ein bisschen mehr in der Probephase. Natürlich möchten wir schneller vorangehen. Das ist ein Gleichgewicht. Aber ich glaube, wenn wir Demokratie entwickeln wollen, müssen wir eben nicht nur die Risiken sehen, durchaus auch die Chancen im Sinne der Gesamtdemokratie. Besten Dank. Ich habe noch eine Frage von Herrn Wissou, Michel Wissou, der von der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Ich bin da gespannt, was sagt die Kontrolle dazu? Ja, ich bin ganz positiv beeindruckt von dem Podium. Ich sehe, es sind drei Projekte auf dem Podium. Man hat, wie Sie sagen, man pilotiert seit ein paar Jahren. Ein Projekt muss man schon mit Abschreibung der Kosten sprechen.
wahrscheinlich bei der Bundeskanzlei gibt es ein viertes Projekt, das ist die Konsolidierung von all diesen Daten. Und ich frage mich, ich höre immer wieder, es ist selbstverständlich, man muss mehrere Produkte haben, sonst kostet es viel, man wird abhängig von einem Lieferant. Und das wird wiederholt und je mehrmals man das sagt, desto wahrer wird es. Ja? Ich glaube, das ist, außer das habe ich keine gute Begründung. Die Abhängigkeit von einem Lieferant, wenn ich dem Projekt von Genf, ja, das ist ein pure Insourcing. Es gibt keine externe Lieferant. Wenn wir das organisieren mit Insourcing, nur aus Sicherheitsgründen, da hat man das Problem gelöst. Und dann frage ich mich, wo gibt es den Businessplan, wo man sagen kann, wie viel hätte es gekostet, ein Projekt, nur ein Projekt, egal von wem pilotiert, aber wo vielleicht Bund auch klar das vielleicht begleitet hätte, vielleicht nicht geführt hätten. Peter Fischer weiß, wie schwierig das ist, so ein Programm zu führen mit 26 Projekten, dann 27 plus der eigene und so weiter. Aber mindestens, wo steht auf Papier, wie viel das gekostet hätte? Und jetzt kann man wissen, wie viel das gekostet hat, diese drei Projekte parallel. Gibt es irgendwo eine Bilanz darüber? Und meine Frage ist, sind die Kantone zufrieden mit der Rolle des Bundes? Im Nachhinein, hätten Sie mehr erwartet? Sind Sie glücklich, dass man Ihnen sagen kann, Sie dürfen spielen, wir beobachten und derjenige, der überlebt, der werden wir als Sieger bezeichnen? Okay, ich hätte eigentlich gehofft, dass Sie jetzt langsam in die Endphase treten. Sie eröffnen ganz neue Kampfschauplätze. Trotzdem langsam noch Frau Widen. Ja, also für die Kostenfrage muss ich natürlich Herr Wieso recht geben. Es sind drei Projekte entwickelt worden. Das heißt, die Kosten, die nötig waren, multipliziert mal drei. Und jetzt kommt die Post mit einem vierten System herein. Also kostenmäßig, ja, uns geht es in der Schweiz noch zu gut. Anders kann ich dazu nicht sagen. Und dann kann ich nur auch unterschreiben, was Herr Michel Wieso gesagt hat. Es ist halt schwierig, eben in der Schweiz, der Föderalismus bringt einerseits Kreativität, Innovation, das ist ganz klar eine positive Sache. Man kann manchmal in einem Kanton etwas umsetzen, das auf der nationalen Ebene noch nicht möglich ist und das national dann möglich ist, wenn man merkt, dass die Welt nicht aufhört zu drehen. Aber es ist halt auch manchmal schwierig, wenn ja, drei Pilotprojekte weit vorgegangen sind und die Kantone wollen da nicht unbedingt alles, was sie investiert haben, abschreiben und auf ein anderes System umsteigen. Ich glaube, das ist das Problem, das wir einen Moment hatten. Drei parallele Projekte, dass wenn dann eines davon weggeht, man ein viertes konstruiert, das stelle ich jetzt auch noch in die Frage, aber der Entscheid ist gefallen. Also. Okay. Sie möchten noch kurz erwidern, sonst würde ich dann langsam auch wirklich. Ja, gerne. Ich sehe hier sechs Leute auf dem Podium, aber nicht vier Systeme. Nächstes Jahr werden es zwei sein, in dem Sinne mit Genf und der Post 2 im Markt. Das ist auch das, was wir uns vorstellen können, in dem Sinne, es hat genug Platz für zwei in der Schweiz. Und es ist eine Wahl da, ob man mit einem System gehen will, das eine gewisse Begrenzung des Elektorats zugibt, weil eben die universelle Verifizierbarkeit noch nicht da ist, oder ob man das Ziel hat, weiter nach oben zu gehen. Und in dem Sinne, ja, können wir auch darüber reden, über die Zukunft. Ich denke, das ist absolut ein wichtiger Teil davon. Wir sind parat, mit dem nächsten Jahr auch diesen Schritt gehen zu können von der Post. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank für den Ausblick. Edith. Ich komme dann eigentlich zum Schluss. Möchtest du die Diskussion schon abbrechen? Okay. Nein, gut, also einfach nur noch das. Matthias, ja, darf ich noch was sagen? Ob Open Source oder nicht, oder ob zwei Systeme oder nur eines. Vielleicht wichtig ist der folgende Grundsatz, der Josh Benalo, ein Forscher im Bereich E-Voting, gesagt hat: Was wir eigentlich machen müssen, ist nicht das Wahlsystem verifizieren, sondern die Wahl selber. Wir müssen die Wahl verifizieren. Und das ist ein Anliegen aus der Sicht der Forschung, dass wir ein oder mehrere Systeme haben, die diese Verifizierbarkeit zulassen. Und diese Verifizierbarkeit haben wir dann, wenn wir wissen, wie das Wahlsystem funktioniert. Also Forderung 1, nicht nur Quellcode, weil der Quellcode, ich behaupte mal,
wenn man den Quellcode hat, ich verstehe nicht, wie das System funktioniert, vielleicht punktuell, aber ich muss mehr haben. Es muss irgendwo beschrieben sein, wie das System funktioniert. Wir nennen das in der Forschung das E-Voting-Protokoll. Wir müssen wissen, wie die kryptografische Funktion, wie das geht, was da gemeint ist, wie authentifiziert wird und so weiter, wie gemischt wird, falls nötig und so weiter. Das muss zugänglich sein. Das ist eine Forderung aus der Wissenschaft, die ist bekannt, die ist deponiert, die Leute hier wissen es. Die zweite Geschichte, damit man verifizieren kann, ist, und das ist nun ein politisch heikles Thema, deshalb sollen dann die Politiker entscheiden, um verifizieren zu können, muss man Zugang haben zu den Wahldaten. Und zwar sämtliche Wahldaten, außer es gibt Geheimnisse, zum Beispiel private Schlüssel, die sind geheim. Aber alle anderen Daten, wie beispielsweise die verschlüsselten Stimmen, die müssen zugänglich sein. Ob die wirklich für alle zugänglich sind oder vielleicht nur für delegierte, beauftragte Personen, Personengruppen, vielleicht Parteien und so, das ist eine andere, wieder politische Frage, das sollen die Politiker oder die Gesellschaft zusammen mit der Politik entscheiden. Aber das ist wichtig. Und damit dann diese Verifikationsprogramme, da muss man Programme machen, gemacht werden können, muss man die Schnittstellen zu diesen Daten haben, das ist wieder eine Forderung an die Post, an Genf, das muss da sein. Und wenn das möglich ist, dann kann ich Verifikationssoftware schreiben, die erlaubt zu prüfen, ob die Wahldaten konsistent sind, ob niemand illegal einen Wahlzettel eingefügt hat oder etwas entfernt hat. Das kann man alles verifizieren, wie das genau geht, da können Sie mich mal kontaktieren, das ging jetzt zu weit. So, und damit das gemacht werden kann, also müssen wir Zugang haben zu diesen Wahldaten. Und jetzt diese Software, diese Verifikatoren. Da ist eine Forderung von seitens der Wissenschaft, behaupte ich mal ganz klar, die Verifikatoren, die müssen Open Source sein. Weil ich will wissen, wenn jemand sagt, mit diesem Programm, diese Wahldaten sind konsistent, alles hat grüne Häkchen, dann will ich wissen, wie das geprüft wurde. Und da will ich den Code nachschauen. Also da ist unsere Forderung ganz klar. Und das haben wir auch abgesprochen. Unsere Forderung ist in Genf bekannt, unsere Forderung ist bei der Post bekannt. Und falls es doch einen dritten oder vierten gibt, dann würden wir selbstverständlich die genau gleichen Forderungen dort deponieren. So viel zum Stichwort Verifizierbarkeit. Ich denke, das war ein spannender Ausblick, auch noch was alles für Arbeiten getätigt werden müssen im nächsten Jahr und nächsten Jahren. Vielen Dank Ihnen als engagierte Referentinnen, Referenten und als Expertinnen, Experten, auch Ihnen als Publikum für die aktive Teilnahme an diesen Podiumsdiskussionen. Und nun darf ich noch für das Schlusswort und für die Abschiedung Edith Graf Litscher bitten, nach oben zu kommen. Besten Dank.